Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Galaxy mit Brinny am Start hier. Wir brauchen noch 4 Sterne, dann können wir das letzte Level spielen für dieses Let's Play. Oh mein Gott, das letzte Level, das ich spielen möchte, bevor dann ein neues Projekt, eine neue Ära anbricht. Ich habe es angekündigt, ich mache noch dieses eine Level in der Welt S und dann lasse dieses Let's Play für das erste Mal ruhen. Schatten-Marius in der Goldhuhn-Schmiede. Mal schauen, ob wir die 4 Sterne noch in den beiden Parts hier zusammenkriegen. Die Goldhuhn-Schmiede. Und Schatten-Marius, das hieß, wir müssen, glaube ich... ich weiß es nicht mehr. Oh, hätte ich den Schalter drücken müssen, ich weiß es nicht mehr. Oh je. Wir müssen, glaube ich, ich weiß es echt wirklich nicht mehr, was wir machen müssen. Oh mein Gott, das ist so nervig. Geht doch alle sterben. Ah, stimmt, ich muss die Kugel da hinbekommen. Boah, und mit den Schatten Mario, das könnte es echt unheimlich nervig werden. Da bin ich jetzt mal... gespannt, wie das klappt. Ich glaube, das wird gar nicht gut. Oh mein, vor allem fliege ich dauernd in die behinderte Lava. Oh Gott, mit den Schattenmarus, das ist ganz eklig. Ich sehe es jetzt schon kommen. Oh Mann, wenn ich dauernd sterbe, dann in die Lava fallen. Boah, das ist ja richtig schwer. Ich kann ja auch nicht lange an einem Punkt bleiben, um das. Ich kann ja auch nicht lange an einem Punkt bleiben, um das Teil unten zu halten. Oh, kacke, ist das hart. Okay, ich muss ganz taktisch laufen. Ich darf hier nicht... Oh, mein Gott, wie oft soll ich noch in die behinderte Lava reinfallen? Nicht in die... Nicht mir so einen Weg laufen, dass ich mir nachher selber im Weg bin hier. Wie auch immer. So, da kommt der goldene Kettenhund. Oh mein Gott, er fährt mich um. Es ist zu schwer. Ich gebe es zu, ich bin eine Pussy, ich spiele dieses Level auch nicht, weil ich möchte mich jetzt nicht zum Ende hin bei dem Bonusmaterial für das Let's Play so komplett abmühen. Das nervt mich jetzt schon. Dann mache ich lieber was anderes. Dann mache ich lieber einen Speedrun, aber das käst mich jetzt schon wieder an. Mein Gott. Nein, dich mag ich auch nicht. Was haben wir noch so hier? Gibt's keine? Doch, da. Was haben wir denn da zum Beispiel? Bei der Schlinger Jean Galaxy. Ja, Kometenalarm, komm, geh weg. Der Sandolm lässt nicht locker. War der Sandolm vielleicht ein Bossgegner oder so? Ja, wahrscheinlich ist es so ein Risikokomet mit halt nur einem Lebenspunkt. Oh je, oh je, oh je. Ich rieche Frust. Jap. Okay, darf ich nur auf die Dinger? Nein, aber ich werde sehr viel langsamer im... in dem sandigen Gefilden. Okay, jetzt kommt er raus. Der Sandolm. Da ist er ja. Ah, stimmt. Der sah ein bisschen bescheuert aus. Dummerweise habe ich vergessen, was ich machen muss. Ich nehme mal die Feuerblume. Das klingt immer nach einer guten Idee. Oh Gott, er wirft mit Scheiß nach mir. Ah ja, ich muss ihn befeuern, wenn er das Maul aufmacht. Okay, okay, okay. Runde 1 haben wir überstanden. Oh mein Gott, das wirft er mit Stacheln. Befeuern wir ihn. Befeuer ihn, Mario. Ja, Mann. Das Hauptproblem ist jetzt, oh mein Gott, dass die Stacheln jetzt natürlich mit mir komplett im Weg liegen. Oh mein Gott, Bomben. Bomben sind nicht fair. Okay, ich hab ihn. Wir haben Bomben, damit Feuerbällen. War's das? Ich habe mir echt gerade die Hand abgeschüttelt hier.
Yep, das war's. Cool. Und wie soll ich da hochkommen? Er ist viel zu weit oben. Komm runter. Yay. So. Dann waren es noch 3. Oh, ich habe eine Idee. Wenn ich mal einen Livestream mache, dann wäre es doch super die Idee, dass wir da mal versuchen, die restlichen Sterne zu sammeln, oder? Das wäre auch so eine Sache, die könnten wir mal versuchen dann als ersten Livestream. So, Let's Complete Super Mario Galaxy Live. Das wäre cool. Und ihr könnt mir noch Live-Tipps geben über Chat. Das fände ich eine spaßige Idee. Behalten wir das mal im Hinterkopf, ne? So, auf jeden Fall kommt jetzt die Heiß-Kalt-Galaxie. Die hat mir damals nicht ganz gut gefallen. Zerstöre nicht, bitte nicht meinen Eindruck von der Galaxie, du bösartiger Kometenstern. Allein gegen die frostige Okto-Armee. Ja, die sind wirklich frostig und da ist ein unverwundbarer. Ah, ha. Das ist so wie in dem. Mein allererster Schabernack-Komet, wo ich dann so kotzen konnte, weil ich unverwundbar die Dinger zerstören musste, mach sie alle fertig. Und es ist toll, dass die Uhr im Grunde bei 48 anfängt, weil am Anfang kann ich noch gar nichts tun. Weil da kommt halt die Nachricht und dieses Willkommen in der Galaxie. Ich glaube, es war doof, dass ich diesen Stern jetzt genommen habe. Wisst ihr, was mich dieses Spielprinzip gerade erinnert? An Pac-Man. Man sammelt eine Powerpille ein und haut dann die Viecher weg. Abo Pac-Man, bei Gelegenheit muss ich euch dringend mal das neue Pac-Man zeigen, wenn ihr es nicht kennt, für die Xbox 360. Das Pac-Man Deluxe Championship Edition, wie es heißt. Ich glaube, es waren alle, das war jetzt ja irgendwie nicht schwierig, keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen diesem Ice-Slide-Fähigkeiten-Ding war das relativ machbar. Hupp, upsala. Hui, spring mal dahin, du Spast. So, jetzt. Dann waren es noch 2. Noch 2. Und Galaxie komplett. Und wird gespeichert. So, auf die Karte. Da ist noch ein Bowser Juniors Böller-Bunker. Oh, der Boss wäre bösartig als Risikokomet. Ich hoffe, ich habe dem Spiel jetzt keine Tipps gegeben. Naja, der Mega-Murks für Profis. Jetzt fürs Hardcore. Oh Gott. Das Ding ohne Energie verlieren zu dürfen, das wird hart. Aber wir stellen uns der Herausforderung natürlich. Oh Gott, lass mich raten, muss ich jetzt einfach das komplette Level machen oder wie? Wo ist denn die Rakete, wenn man sie braucht? Banzai Bill. Kugelwilli. Ja, na also. Opa! Ha! Haha, ausgetrickst. Und dann, oh nein, wir müssen das gesamte Level spielen. Pilot Wings. Oh Mann. Oh, behindert. Oh, das wird ein hartes Stück. Oh Gott, das will ich eigentlich gar nicht machen. Egal, ich glaube, es bleiben gar nicht mehr viele andere Möglichkeiten übrig. Entweder ich mache das jetzt, oder ich mache dieses unsägliche Hunde... also Kettenhundfabrik-Ding. Was auch schon ätzend war. Komm, kick ihn weg! Oh, kick ihn weg! Jawohl, ja! Gott sei Dank, es war... Oh mein Gott, ich hoffe, das Level geht nicht noch ewig lang. Oh mein Gott, da kommt noch mal ein ganz schön langes Stück, bevor ich zum eigentlichen Boss komme.
Oh Gott. Oh Gott, nein, es fährt weg. Das konnte ich jetzt nicht ahnen. Ich konnte mich nämlich nicht dran erinnern, dass es mal weggefahren ist überhaupt. Und vor allem geil, dass es komplett ruhig ist, bis man sich abschießt und dann bewegt sich. Ja, danke für den Dick-Move, Nintendo. Mann, Mann, Mann. Boah, als wäre es nicht schon stressig genug, wenn man den Boss machen muss mit einem Lebenspunkt. Aber das gesamte Schloss, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Nee, ich will nicht. Habe ich irgendwas davon, wenn ich auf die Mitte schieße? Oh, okay, scheinbar ja. Wenn ich so weitermache, dann werde ich diese Leben auch noch brauchen. Mein Gott, war es knapp. Oh, das war es immer. Ich habe gerade eben pervers genau diesen Bumerang getroffen in der Luft und bin nicht gestorben, sondern bin kaputt gemacht. Ich wusste nicht, dass das geht. Aber man lernt anscheinend nie aus. Und in die Kanone. Oh je. Ich warte, bis du fährst, du Sau. Bleib da. Bleib. Du bist doch eine Schlampe. Damit hat sich auch dieses Level, oder dieser Commit, das Prädikat Fuck You verdient. Und wir werden das nicht weitermachen, weil ich lasse mich nicht vom Spiel verarschen. Nee, so weit kommt's noch. Aber ich glaube echt, dass es die Möglichkeiten ausgehen. Oh je. Oh je, unsere Optionen sind limitiert. Wir brauchen noch zwei behinderte Sterne. Zwei behinderte Sterne, mehr brauche ich nicht. Habt ihr immer noch nicht genug? Doch, eigentlich habe ich genug, aber ich werde dieses eine Level noch spielen und dann habe ich genug. Okay, sieht nicht nach einem Speedrun aus. Als wäre da ja so Uhren. Oh mein Gott. Ah! Okay, auch in diesem Stadium können sogar Goombas zu mega Bedrohung werden. Oh, 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 ich hasse Risikokometen. Das kann echt wieder mal hardcore werden. Wirklich, wirklich hardcore. Okay, okay. Komm her. Flieg nicht in die Lava, sondern komm zu mir. Schön. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jawohl, ja. Und jetzt noch du, jetzt noch du. Komm her, komm her. Bam. Und jetzt. Bam. So sieht's nämlich aus. Und wo landen wir jetzt? Hier. Okay, da muss ich auf die Feuerblume zurückgreifen. Die sehen ein bisschen aus wie die Unterwasserdinger von Mario World. Oh, geil. Ich habe ihn einmal um den Planeten getroffen. Höhö. Skill. Krabben. Ich habe vergessen, was deren ihr Ding war. Egal, ich habe noch Feuer merkt gerade. Verdammt. Oh, okay. Ich habe sie beide erwischt. Das war jetzt lässig. Zufall, aber gut. Ich meine, ich sag nicht nein. Oh, es gibt eine Flagge. Das ist nett. Das ist nett. Das ist nett. Oh, und da waren jetzt Jack-O-Lanterns, die fröhlich hier Flammis machen, wenn ich sie in Ruhe lasse. Oh mein Gott, ja, hast eine Flamme. Und so eine Flamme ist ja natürlich noch doppelt problematisch, weil sie mich ja instant tötet. Komm her. So, okay, ich glaube, jetzt muss ich rein unter Wasser gehen. Und dort mit dem Koopa und dem Licht, das da rauskommt, die Geister töten oder so. Ich meine, irgendwie sowas war's, aber ich kann mich auch täuschen. Mein Gott, war es knapp. Licht, Licht. Licht, Licht. Oh, voll der Move. Licht, okay, cool. Auch das wäre geschafft soweit. Raus hier. Dann rauf auf den Sternenring. Und yeah, nächste Flagge, cool. Eisplanet. Okay, was geht hier? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ah, ich kann doch, auch angreifen. Na? Okay, gerammt und gekickt. Und gekickt, alles klar. Vorbei. Ah, nein, getroffen. Ich habe mich nicht gerade gedreht, aber es hat nichts getan. Okay, wir sehen uns hier gleich wieder. Die Zeit läuft ab. Bis gleich. Bye, bye.